Detze und Ottilie sind längst vergessen. Wir befinden uns dagegen bei netten Freunden, fiesen Windmönchen und einem schrofeligen Schrof im Wurzelwald, dem gefährlichsten Ort von Asposien. Jawohl. Und da Robert ein wenig, nun ja, gefangen ist, spielen wir mit Laura weiter. Wie hat der verrückte Alte einen Pfeil hingeschossen? Er steckt zu fest. Das scheint mir ein Baum zu sein. Die Form und die Farbe lassen keine andere Schlussfolgerung zu. Und Laura hat, wie Robert, auch ihren ganz eigenen Humor. Ihrer ist allerdings etwas trockener. Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Ja, aber wir wollen ja genau da hoch. Ich hasse Windmönche. Wenn ich rankommen könnte, würde schon ein kleiner Schubser genügen. Er scheint wirklich sehr schlecht zu hören. Das Ding gehört doch eigentlich an einen Plattenspieler. Leider zu weit weg. Nun gut. Ich habe Moos. Moos, wie es leibt und lebt. Zu weit ich komme weg. Nicht ran. Dieser Trottel. Ich sollte ihn einfach da hängen lassen. Ja, eigentlich schon. Hey, Flippenhase! Robert! Hier! Laura, Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Perfekt. Mit wem redest du da? Nur mit mir selbst. Hallo Robert, na, wie geht's? Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Flötennase da wirklich runterholen. Er dreht langsam durch. Heim der Schreiameise, anscheinend unbewohnt. Hat der Alte nicht gerade da noch einen hingeschossen? Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Robert, wenn du mich hören kannst, gib mir ein geheimes Zeichen. Okay. Wie ist denn das geheime Zeichen? Junge, wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, tu was. Es tut mir leid, ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Ja, aber du wärst doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt. Ach so. Ruhe! Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter? Wir müssen den irgendwie rauskriegen, aber das kriegen wir natürlich nicht. So, na gut, hier kommen wir ja nicht weiter. Jetzt ist ja auch dieser Haken nach unten gefallen. Den werden wir erstmal suchen gehen. Und vielleicht finden wir ja noch mehr. Den Haken haben wir schon mal. Der Haken, den ich Pandur geklaut habe. Pandur, Auf Körperteile ist selbst Acht zu geben. Für verlorene Gliedmaßen wird keine Haftung übernommen. Was für eine idiotische Pflanze. Vollkommen nutzlos. So, das haben wir schon mal kombiniert. Ah, in den Wald. Fallen sind Eigentum des Eremiten. Eltern haften für ihre Kinder. Gehen wir doch mal in den Wald. Mal schauen, was uns da erwartet. Komische Typen. Seltsame Typen. Was seid ihr denn? Was macht ihr hier? Oh,
Schaut mal, meine Herren, wir haben Besuch. Großartig. Sie sind nicht zufällig die Putzfrau, die wir bestellt hatten? Putzfrau? Hier hinten können Sie gleich anfangen. Da wurde schon seit Jahren nicht gekehrt. Darf ich fragen, was ihr hier treibt? Wir betreiben aerologische Studien. Was bedeutet das? Das wissen Sie nicht? Wams, sei nicht so hart zu ihr. Sie ist nur eine Putzfrau. Ich glaube es nicht. Sie hat noch nie was von Aerologie gehört. Kennt ihr den verrückten alten Mann im Baumhaus? Ach, der. Da müssen Sie ganz vorsichtig sein. Der Kerl ist gefährlich. Ja, wir haben schon versucht, an ihm vorbeizukommen. Aber er hat uns in die Flucht geschlagen. Unser vierter Kollege musste leider zurückbleiben. Oh, Simon. Aber der Alte ist so gut wie taub, halb blind und ungefähr 1000 Jahre alt. Und ihr seid zu dritt. Wollen Sie damit andeuten, wir sollten rohe Gewalt verwenden? Ich meine, wir haben es versucht, aber er war uns haushoch überlegen. Ja, das ist kein alter Mann. Das ist eine Präzisionskillermaschine ohne Gewissen. Wegen ihm haben wir Simon verloren. Simon war so eine treue Seele. Aber wir rechnen jeden Tag mit seiner Rückkehr. Na dann, viel Glück. Simon ist wahrscheinlich der Kerl, der da oben sitzt und wartet. Ihr vermisst also einen Kollegen? Ja, sein Name war Simon. Ist. Sein Name ist Simon. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Nun ja, jedenfalls ist er von seiner Expedition nicht zurückgekehrt. Noch nicht. Alles, was uns von ihm geblieben ist... bleiben wird. Wie auch immer. Er war ein Genie und Gentleman. Zum Beispiel hat er diesen Globus hier erfunden. Kann ich den haben? Sie müssten ihn mir schon aus meinen kalten, toten Händen reißen. Interessanter Vorschlag. Ach, eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr. Aber Latz trinkt immer seine Wurzel Coladas daraus. Ja, durch die Windbrunnenlöcher kann man Strohhalme stecken. Simon wird ihn außerdem wiederhaben wollen, wenn er zurückkommt, also nein. Was genau sind denn Aerologen? Ist das sowas wie eine Religion? Religion? Aerologie ist die Lehre des Windes. Ganz genau. Eine hochkomplizierte Wissenschaft. Jawohl, Religion ist etwas für schwache Geister und Feiertage. Wir erforschen die Wege der Götter mit Messgeräten. Meint ihr den Kasten da hinten? Kasten? Tolle, hat sie gerade Kasten gesagt? Oh ja, ich habe es auch gehört. Also bitte, Kasten. Diese hochkomplizierte Apparatur sendet analoge Impulsvehikel aus, mit deren Hilfe wir den Verlauf der Windströme genauestens eruieren können. Und diese Windströme halten wir dann auf dieser Karte fest. Die Charta, Erika. Ah, ja. Eure hochkomplizierte Maschine bewegt sich gar nicht. Der Treibstoff ist leider alle. Außerdem hat unser Kollege hier Honig in den Tank gekippt. Und ich würde es wieder tun. Das wissen wir. Schlaf einfach weiter. Ihr zeichnet also die Windströme auf eurer Karte ein? Ganz genau. Wir glauben, dass sie auf etwas hinweisen. Wir wagen kaum daran zu denken. Aber es könnte sein, dass es mitten im Wald einen Ort gibt, der... Ein Windbrunnen. Dass es einen weiteren Windbrunnen gibt. Das wäre ja unglaublich. Wenn die Karte vollständig wäre, könnt ihr dann genau bestimmen, wo dieser Ort sein kann? Natürlich. Wir sind Aerologen. Wir sind Wissenschaftler. Honig. Nun gut. Ich muss los. Ach, bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht diese kleinen Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Aha. Tja. Aerologen also. Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich in einem Erdloch geschlafen. Und es hat geregnet. Tja, ja, die Frauen sind meistens etwas härter als
die Männer. Hier haben wir eine schreiende Stelle. Das haben wir schon bemerkt, als wir hergekommen sind. Also ich zumindest. Was schreit denn da die ganze Zeit? Wenn ich es nicht sehen kann, heißt das wohl, dass es sehr klein sein muss. Stimmt, genau. Wo soll ich denn hingreifen? Ich kann nichts erkennen. Ich könnte allerdings draufhauen. Und wenn es nicht aufhört zu schreien, dann werde ich das auch tun. Ich will dem hier das... Naja. Was haben wir denn hier? Auslöser. Ein roter Knopf, verkabelt mit der Maschine. Ich habe irgendwie den inneren Drang, drauf zu drücken. Nur um zu sehen, was passiert. Mach mal. Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Die Maschine zielt auf das komische Vieh am Waldrand. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Mhm. Genau, was ich gedacht habe. Gar nichts. Man kann sie also verstellen, die Maschine. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Der Tank ist voller Honig. Saug ihn aus, den Honig. Sollte ich jetzt hineinfüllen? Pudding. Was? Nein. Marmelade? Oh Mann. Quatschkopf. Das bringt uns nichts. Das hier kommen wir auch noch nicht weiter. Nicht anfassen. Das ist das Resultat von jahrelanger Arbeit. Das ist ja echt bitter. Stimmt, genau. So, die haben hier also eigentlich einen Sattel, okay. Ein Sattel auf einer Tonne? Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Ach, den kriegen wir also auch nicht, gut. Aber immerhin sind wir hier schon mal ein Stückchen weiter. Naja, da schreit irgendwas Kleines, was wir nicht sehen können. Da bräuchten wir also eine Lupe für. Ich verbinde das mal wieder. Schildfrau mit Haken. Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Vielleicht ist irgendwas im Moor, was man nehmen könnte. Oh. Hey, eine Goldader. Ach nein, es ist nur Sand. Ach, das machst du ja? Kann ich so nicht mitnehmen. Der rinnt mir durch die Finger. Füll ihn halt in die Dose. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Keine Chili-Drops mehr drin. Bringt uns auch noch nicht so wirklich weiter, habe ich das Gefühl. Ich gehe noch mal nach oben. Hier muss es ja irgendwie auch weitergehen. Können wir uns Robert angeln? Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Nicht gut genug, ja, ja, ja. Er steckt zu fest. Hier hat der verrückte Alte einen Pfeil hingeschossen. Ja, der verrückte Alte soll mal hier weiter höher was hinschmeißen. Aber wie? Psst. Hey, Flückengesicht. Hier drüben. Der schießt? Oh,
Und dadurch... Was war das? Wer auch immer da ist, ich sehe dich vielleicht nicht, aber ich kann dich hören. Wie kriege ich den Pfeil daraus? Netter Einfall. Ja, nein. Ach, Manu. Keine gute Idee. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Wir brauchen irgendwas, damit ich den Pfeil rausziehen kann. Oder spinne ich? Igitt. Es gibt wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verletzen kann. Du kannst reden? Was für ein komisches Tier bist du denn? Also, ich darf doch sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. Kommt drauf an, um wen es sich handelt. Was soll an dir denn so gefährlich sein? Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schroff. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Und das heißt? Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Er ist nicht mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Na. Hallo? Ich bin tödlich. Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Eine trockene Stelle? Ja, ich habe sehr sensible Haut. Es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Hört auf, das zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal. Er ist nicht mein Gatte. Und wenn du das nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Kein Grund, aus der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Na gut, du vernunftbegabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht. Eine Creme? Creme? Bitte! Ich verwende nur homöopathische Mittel. Das Wort hast du dir doch gerade ausgedacht. Nein. Aber an sich ist es eine gute Idee. Dafür, dass ihr so überaus tölpelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Vorsicht! Was für ein widerliches, stinkendes Schlammloch. Danke. Das ist mein Zuhause. Es ist vielleicht kein Palast, aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen, du wohnst hier? Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Oh, hier ist schon einiges versunken. Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeile, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Die Brille von dem verrückten Alten liegt da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr? Sicher, dass es vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können, Amphibie? Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. Was denn? Nun gut, vielleicht weiß er, wie wir Pando überlisten können. Weißt du zufällig etwas über den verrückten Alten, der da oben im Baum wohnt? Ach, der Alte, der euren Gatten in die Falle gelockt hat. Er ist nicht mein Gatte. Und ja. Nun, das ist ein verrückter Windmönch. Sehr aggressiv. Ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. Witzig. Ich weiß nicht viel über ihn. Er schimpft nachts leise vor sich hin, baut überall Fallen und ist fast taub.
Und seit ihm seine Brille ins Moor plups gefallen ist, ist er auch noch blind. Ja, ja, die Brille. Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut, das sind Pfeile. Der Alte hat seine Brille fallen lassen, plumps, und aus Wut ein paar Mal auf die Stelle geschossen. Ah, na das hilft uns doch vielleicht weiter. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Spannung zwischen uns nicht bemerkt habe? Wow, mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Er meint also hier irgendwo. Stelle im Moor. Ja, damit beschäftigen wir uns doch dann in der nächsten Folge. Laura guckt sich die Stelle schon mal an und ich sage bis morgen.